Short-Attacke auf die Aktie von Aurelius. Das Papier bricht innerhalb von 2 Handelstagen um mehr als 40% ein, nachdem die bekannten Shortseller von Gotham City Research eine äußerst negative Analyse veröffentlicht haben. Kann man die Aktie jetzt kaufen? Wir erklären das in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Und bevor es losgeht, möchte ich mich erst einmal bei euch allen bedanken. Mehr als 10.000 Abonnenten hat der Kanal mittlerweile. Und ja, ich bedanke mich bei allen, bei denjenigen, die so zahlreich positive Kommentare hinterlassen haben. Ich bedanke mich natürlich auch bei denen, die Kritik geäußert haben. Das ist genauso wichtig. Und ja, so ein Kanal macht natürlich nur Spaß, macht mir nur dann Spaß, wenn ich weiß, ihr schaut euch die Videos auch an und ja, habt nicht nur Freude daran, erfreut euch nicht nur an meinen grauen Haaren oder wenn ich unrasiert bin, sondern ihr nehmt auch einen Nutzen mit. Und insofern versuche ich natürlich immer, aktuelle Themen zu behandeln. Es geht zum Teil darum, wie mache ich etwas, es geht aber auch darum, wann mache ich etwas und was mache ich überhaupt. Also, ich bin weiterhin dankbar für Themenvorschläge und ich denke, es ist zu sehen, ich greife die ja auch auf. 10.000 Abonnenten, da heißt es, Danke zu sagen und das werde ich heute machen. Wenn ihr euch das Video bis zum Ende anschaut, dann habe ich für euch etwas wirklich Exklusives. Ein Stück Material, sage ich mal, was ich von einem Kollegen erhalten habe, der sich die Causa Aurelius ganz genau angesehen hat. Ist ein echter Experte auf diesem Gebiet und ihr bekommt das nirgendwo anders. Das ist nämlich eigentlich exklusiv für seine Kunden bestimmt. Aber er war so freundlich, mir anlässlich dieses Jubiläums dieses Teil zu überlassen. Und ihr könnt euch das runterladen. Am Ende des Videos also mein Dankeschön an euch. Jetzt geht es aber erstmal um Aurelius. Also ich muss zu Beginn sagen, der Name Gotham City Research ist so ziemlich das Coolste, was mir in der Börsenlandschaft so untergekommen ist. So heißt also dieses, wie nennen wir es, Analystenhaus. So heißen diese Shortseller, die es auf die Aktie von Aurelius abgesehen haben. Und sie haben ein echtes Blutbad angerichtet. Denn wenn natürlich eine Aktie bei rund 65 Euro notiert und dann kommt ein bekannter Shortseller, so heißt das Wort, kommt dann raus und wie gesagt, die Firma war tatsächlich, ist eine Größe am Markt, und kommt mit einem Kursziel von unter 10 Euro, ich glaube 8,60 Euro oder 8,65 Euro an den Markt, dann kann man sich vorstellen, was dort passiert. Zuerst mal muss man sagen, es gibt ja Vorwürfe, das ist Raubtierkapitalismus. Und dem kann man schwerlich widersprechen. Denn Gotham City Research, ja, wie heißt es so schön, sei immer du selbst, es sei denn, du kannst Batman sein, dann sei Batman. Die haben also ausgemacht, wer der Böse ist, nämlich Aurelius. Und das haben sie nicht getan, weil sie so freundliche und nette und gute Menschen sind, die die Aktionäre vor großem Schaden schützen möchten, sondern das haben sie gemacht, um Geld zu verdienen. Wie läuft sowas in der Praxis ab? So ein Haus wie Gotham City Research eröffnet eine Short-Position. In dem Fall waren es, aber nagelt mich nicht drauf fest, ich meine 0,5 oder 0,6 der Aktien im Free Float. Die hat also Gotham City Research leer verkauft. Dazu leiht man sich die Aktien erst, verkauft sie dann am Markt mit dem Ziel, die Aktien billiger wieder zurückzukaufen. Das dürfte im Fall Aurelius entweder gerade gelingen oder, ja, Gotham hat sich noch nicht geäußert, wann und zu welchem Kurs sie die Aktien zurückkaufen, werden sie vermutlich auch erst machen, wenn es bereits geschehen ist. So, diese Firma verkauft also die Aktien leer, dann kommt der Bericht an den Markt, die Aktie bricht ein und die Aktien werden wieder zurückgekauft und die Firma hat einen Mörder-Profit erzielt. Ja, das ist Raubtierkapitalismus, aber
es ist nicht verboten, sofern die Punkte, die so eine Firma dann anführt, sofern die nicht völlig an den Haaren herbeigezogen sind, denn dann wird vermutlich die Justiz oder die Rechtsabteilung von Aurelius, ja, wiederum Gotham City Research, verklagen. Aber in diesem Fall ist das etwas schwierig, denn Gotham City Research ist sehr ausführlich gewesen. Das war also keine halbe DIN A4-Seite, wo sie mal eben reingeschrieben haben, wir glauben, die Aktie von Aurelius ist nur 8,65 Euro wert, sondern sie sind sehr, sehr detailliert auf die einzelnen Beteiligungen von Aurelius eingegangen und haben aus ihrer Sicht dargestellt, wieso Aurelius deutlich überbewertet ist und womöglich viele Dinge verkehrt darstellt. Das ist beileibe nicht das erste Mal, dass so etwas auf dem deutschen Markt für Nebenwerte passiert. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich blende euch mal den Chart von Ströer ein. Ihr seht dort sehr genau und gekennzeichnet, wann es zu dieser Short-Attacke kam. Auch bei Ströer war es ein relativ großes Haus, also Muddy. Die haben ähnliche Vorwürfe formuliert. Ihr erkennt allerdings auch im Chart, die Aktie hat sich dann deutlich wieder erholt. Noch ein weiterer Fall ist euch vielleicht in Erinnerung geblieben. Das war Wirecard. Ja, auch hier nochmal der Chart von Wirecard. Auch dort gab es eine Short-Attacke, in dem Fall von Zatara Research. Das war in der Tat ein eher unbekannter Short-Seller, aber offensichtlich ja mit, war seine Short-Attacke von Erfolg gekrönt. In beiden Fällen hat sich die Aktie anschließend wieder erholt. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es bei Aurelius aus? Ich glaube, die Schwierigkeit ist in diesem Fall, dass man natürlich bei einer Beteiligungsgesellschaft schwieriger darstellen kann, was ist sie denn tatsächlich wert? Also Ströer oder Wirecard haben ein ganz anderes Geschäft und die haben in ihrer Bilanz permanente Einnahmen durch eben ihr Produkt, was sie verkaufen. Also Ströer macht Werbung, Marketing, diese ja auch wenn ihr diese digitalen Plakatwände seht, die sind in der Regel von Ströer, Wirecard, Zahlungsabwickler kennt ihr vielleicht. Also da kann man anhand der Bilanz, anhand der Einnahmensituation sehr klar oder relativ klar erkennen, was ist die Aktie wert, was bleibt am Ende für den Anteilseigner an Gewinn übrig. Bei einer Beteiligungsgesellschaft ist das etwas schwieriger, denn eine Beteiligungsgesellschaft bemisst sich in ihrem Wert nach der Summe der Werte ihrer Anteile, dem sogenannten Net Asset Value. Und da hat Aurelius eben einige, die nicht an oder viele, die nicht an der Börse notiert sind und insofern natürlich eine eigene Bewertung vornimmt. Das ist etwas anderes als beispielsweise bei BB Biotech, Schweizer Beteiligungsfirma an Pharmaunternehmen. Die Beteiligungen sind allerdings samt und sonders, meine ich, an der Börse notiert. Bei BB Biotech kann man also sehr genau erkennen, was dieses Beteiligungsportfolio denn wert sein sollte, weil man die Börsenkurse der entsprechenden Beteiligung kennt. Ja? Die, wie so häufig, notieren mit einem leichten Abschlag gegenüber dem Net Asset Value und das war bei Aurelius eben anders. Gotham City Research sagt, Aurelius hat seine Beteiligung deutlich zu hoch in den Bilanzen und darüber hinaus noch einige andere verkehrt dargestellt. Aber ich würde sagen, um mal einen Blick auf den Chart zu werfen, schaut ihr mal mit mir auf meinen Monitor. Los geht's! So, hier haben wir also den Chart von Aurelius im letzten Jahr. Und man muss zugeben, es war zwar ein zarter, aber es war ein Aufwärtstrend. Und die Frage, die sich natürlich sofort stellt, ist, gab es irgendwelche Anzeichen, die darauf hätten hindeuten können, dass so ein massiver Einbruch bevorsteht?
Und da muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt jetzt keine technischen Hilfsmittel, mit denen man erkennen kann, dass eine Aktie ja dann so eine Horrormeldung bekommt und anschließend 40% einbricht. Der Aufwärtstrend war nämlich vorher auch noch intakt. Also wenn wir uns das hier anschauen, da gab es vielleicht mal kurz eine Vola-Unterbrechung, aber ansonsten wird da kaum einer reingekommen sein. Wenn wir das jetzt nur auf die Charttechnik beziehen, dann muss man sagen, hier ist der Aufwärtstrend gebrochen worden. Ob da jemand reingekommen ist, wie gesagt, wage ich zu bezweifeln, denn da war diese Analyse bereits bekannt. Eine Vola-Unterbrechung hat die nächste gejagt und spätestens hier war der Trendbruch dann bestätigt. Das Ganze wird in der Praxis keine 3 Minuten gedauert haben. So, nehmen wir das hier raus, denn diese Linien helfen uns nicht wirklich. Also, anhand eines gebrochenen Aufwärtstrendes oder Ähnlichem war das vorher nicht zu erkennen. Es gab allerdings eine kleine Geschichte und auf die möchte ich euch gerne mal hinweisen, bevor wir in den kurzfristigen Chart gehen. Lassen wir ruhig nochmal den Jahreschart kurz stehen. Also, wenn ihr mal in der Videoliste guckt, dann habe ich ein Video gemacht mit dem Titel Highest of Two and Lowest of Two. Ist schon etwas her, hatte knapp über 2000 Zugriffe, waren jetzt keine besonders aufgeregten Kommentare. Warum? Weil ich auch weiß, immer dann, wenn etwas besonders simpel aussieht, dann glaubt man nicht so recht dran, dass da jetzt der große praktische Nutzen ist. Also wenn ich euch 24 Indikatoren bastle und sage, ihr müsst jetzt noch auf der Stellung vom Mond zum Uranus oder zum Mars gucken, dann bin ich mir ganz sicher, dass es etliche Trader gibt, die sagen, das muss ich ausprobieren. Das ist derart kompliziert, eigentlich nicht zu verstehen, das funktioniert bestimmt. In der Praxis sind es aber häufig die einfachen Sachen und ich möchte euch einmal hier das zeigen. Hier haben wir so einen Fall. Ich hoffe, ihr könnt das Bild irgendwie größer ziehen oder ich gehe nochmal in der Zeitspanne ein bisschen näher ran. So, seht ihr diese Candle hier? Das hier ist eine klassische Lowest of Two Candle. Der Kurs hat bereits unterhalb des vorherigen Schlusskurses eröffnet. Und hat dann diese Candles, sämtliche Candles, nicht nur die letzten beiden, aber besonders diese beiden weißen Kerzen, die hat er hier an dieser Stelle unterschritten. Ja, durch die Darstellung des Charts ist das jetzt vielleicht ein bisschen klein geraten, aber Lowest of Two war ein Verkaufssignal. Ich sage nicht, dass ihr mit diesem Verkaufssignal jedes Mal Gewinne von 40% machen werdet. Ich sage euch aber, wenn ihr nach Einstieg und Ausstieg sucht der einfachen Art bzw. der einfachen Signalart, dann schaut euch nochmal das Video Highest of Two oder Lowest of Two an. Das ist relativ effektiv. So, ich war auch nicht in der Position, muss man mal hier ganz klar sagen. Jetzt gehen wir mal in den Stundenchart. Wir sehen hier, der Einbruch ist natürlich massiv. Mit irgendwelchen Aufwärts-Abwärtstrend oder Unterstützung zu arbeiten, ist also obsolet. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Wir gehen mal in den Monatschart und schauen uns den Stundenchart an. Und was wir hier sehen ist, ja, den können wir oben auch drin lassen, guckt euch nochmal die Charts von Wirecard und Ströer an. Also bei Ströer wurde der tiefste Punkt des Abverkaufes, das wäre also jetzt hier unten, etwa auf dieser Höhe, der wurde anschließend nie wieder erreicht. Es gab also eine Panik, Abverkauf, tief und seitdem hat sich die Aktie am Anfang sehr volatil, mit der Zeit aber dann wieder erholt. Bei Wirecard haben wir etwas anderes gesehen. Ja, nicht vergessen, dass hier ist ein Stundenchart. Bei Wirecard gab es also auch ein Tief, dann gab es eine leichte Erholung und dann gab es nochmal ein neues Tief. Das ist also durchaus noch nicht, ja, noch keine beschlossene Sache, dass sich nun Aurelius von diesem Niveau aus wieder erholt. Es kann durchaus sein, dass die Aktie nochmal tiefer rutscht. Und ich sage das alles im Konjunktiv, weil aufgrund dieser extremen Nachrichtenlage natürlich auch die Nachrichten dafür verantwortlich sein werden. Schwer vorstellbar, dass sich nun beide Firmen nicht mehr dazu äußern. Mittlerweile hat Aurelius ja eine Stellungnahme
abgegeben und in einigen Punkten vielleicht auch die Vorwürfe entkräftet, in anderen auch nicht. Aber komme ich gleich am Ende des Videos nochmal drauf, wie ihr euch das genau unter die Lupe nehmen könnt. Wenn wir jetzt nur die Stundenkerzen betrachten, ja, dann können wir feststellen, zum einen ist natürlich etwas grob, wir haben hier so etwas wie ein Dreieck auf kurzfristiger Zeitebene. Ja, den habe ich eigentlich ein bisschen lang gezeichnet. Also, ihr seht hier im Beginn, und wir haben nämlich einen ähnlichen, eine Beruhigung des Handels hier auch auf kurzfristiger Ebene. Also, das war der gestrige Handelstag. Ganz grob, ihr könnt sowieso, wer hier unterwegs ist, egal ob im Daytrading oder wie auch immer, es geht nur mit reduzierten Positionsgrößen und weiteren Stops. Wenn man sich sowas hier jetzt beispielsweise vornimmt und sagt, das reicht mir, aus dieser Periode ist Aurelius nach oben ausgebrochen, auch wenn dieser Ausbruch natürlich bestenfalls im Tageschart bestätigt werden sollte, dann heißt das nämlich, dass Aurelius hier über diesen Punkt, also über 43 Euro anschließt. Wenn man sich also nur das anguckt, dann würde man sagen, dann könnte man als Daytrader, Vorsicht, eine Long-Position über 43 Euro eröffnen und damit auf eine Erholung spekulieren. Unterhalb dieser Kerzen hier sollte Aurelius dann aber nicht mehr abrutschen. Und geht es unter 40 Euro, dann kann es nochmal deutlich tiefer gehen. Ein mögliches Ziel für so eine Long-Position kann man gerade in solchen Fällen sehr gut mit Fibonaccis arbeiten. Das läge dann zum einen hier bei etwa 46 Euro. Ja, die weiteren Ziele hier sind bekannt. Es muss allerdings ganz klar gesagt werden, in so einer Nachrichtenlage mit Daytrading, das ist relativ schwer. Aber so wäre eine charttechnische Einordnung vorzunehmen. So, wie ihr seht, die Sache ist nicht eindeutig. Für Daytrader kann so eine hohe Volatilität natürlich spannend sein. Aber ich möchte euch ganz offen sagen, ich habe in Aurelius bisher nicht gehandelt und ich werde das wohl auch in den nächsten Tagen und Wochen nicht machen. Ich halte mich da raus, ganz einfach deshalb, weil ich, schimpft ruhig mit mir, ich bin, was das angeht, ein Kontrollfreak. Ich möchte mein Risiko bestimmen können. Und das ist im Fall Aurelius schwer. Wenn irgendeine Nachricht dann vorbörslich oder nachbörslich kommt und ich kann darauf nicht mehr reagieren, also Gotham City Research legt vielleicht nochmal nach, auf welche Art und Weise immer, und ich bin dann in einer Long-Position gefangen, in Anführungszeichen, und die Aktie eröffnet am nächsten Tag mit einem Gap Down, also einer Kurslücke zur Unterseite von 10%, dann ist jegliches Money- und Risikomanagement natürlich für den dahin. Also, das ist nicht meine Art von Handel. Wie gesagt, Intraday kann man bei so einem volatilen Wert immer was machen. Ich habe euch ja auch einige Dinge hier gerade im Chart gezeigt. Aber ansonsten bin ich bei Aurelius raus. Also ich war auch nie drin und werde es wohl auch nicht sein. Jetzt aber nochmal zum Geschenk. Mein geschätzter Kollege Armin Brack hat sich die Sache ganz genau angesehen und wirklich eine Analyse dieser Situation verfasst, die an Genauigkeit kaum noch zu überbieten ist. Wer sich also für die Aktie von Aurelius interessiert und sagt, was steckt eigentlich dahinter? Armin hat sich Punkt für Punkt die Vorwürfe angesehen, hat dazu Stellung genommen und hat dazu seine eigene Meinung verfasst. Das ist nämlich sein Spezialgebiet. Also solche Situationen auch fundamental zu beleuchten und ja, liest sich spannender als ein Krimi, wie ich finde. Und ich möchte mich natürlich auch bei Armin ganz herzlich bedanken, denn er hat mir diese Studie exklusiv für euch zur Verfügung gestellt. Die ist normalerweise nur für seine Kunden bestimmt, könnt ihr nirgendwo sonst downloaden oder lesen, es sei denn, ihr gehört schon glücklicherweise zu seinen Kunden. Aber er hat gesagt, das ist wirklich ein spannendes Thema und ja, wenn der ein oder andere, der jetzt überlegt, sich die Aktie ins Depot zu holen, durch so eine Studie vielleicht davon abgehalten wird oder auch ermutigt, ich möchte es gar nicht vorwegnehmen,
dann hat das sicherlich nochmal einen zusätzlichen Nutzen. Ihr könnt diese Studie gratis und kostenlos downloaden, ist mit keinen weiteren Verpflichtungen verbunden, ist kein Abo dahinter, nix. Mein Geschenk für die 10.000 Kanalabonnenten. Ich blende euch den Link hier unten ein. Einfach nur eintragen, dann bekommt ihr die Studie exklusiv zugestellt bzw. könnt sie euch downloaden. Also, das nehmt euch am besten mal. Normalerweise würde ich nicht dazu aufrufen, Dinge auszudrucken, ja, im Sinne des Umweltschutzes, aber das macht wirklich Spaß. Druckt es euch auch, setzt euch vor den Kamin oder wo auch immer auf die Terrasse hin und lest es euch in Ruhe durch. Ist wirklich ein spannendes Stück Papier. Also, das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Video, tja, das Alter frisst am Hirn, und im nächsten Video geht es darum, wie ihr Einstiegschancen erkennt. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Das ist mal wieder ein Video. Das wird gar nicht so lang dauern, denn es gibt 2, 3 Punkte. Wenn man die beachtet, dann entgehen einem die Einstiegschancen im Trading nicht so schnell. Ja, wir reden dann natürlich nicht von Fundamentaltechnik, sondern dann geht es eben darum, im Chart zu erkennen, morgen muss ich rein, zur nächsten Stundenkerze muss ich rein oder wann auch immer, je nachdem, auf welcher Zeitebene ihr handelt. Das also im nächsten Video. Am besten den Kanal abonnieren und die Alarmfunktion anschalten. Dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, sobald das nächste Video hochgeladen ist. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und ich freue mich auf die nächsten 5.000 Abonnenten. Also, macht's gut. Bis dann.